herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Die Mods sind da. Und zwar darf ich euch wieder begrüßen zu einer weiteren Mod-Vorstellung der Mods, die heute im Mod Hub freigegeben worden sind. An diesem Tag, wo vieles passiert ist, wo der Patch 1.3 herausgekommen ist, bitte oben rechts auf den Link klicken, um dieses Video zu sehen, damit ihr wisst genau, was passiert ist, was geändert worden ist und was verbessert worden ist. Natürlich findet ihr in diesem Video auch alle Details zu den neuen Maschinen, die herausgekommen sind. Aber wir bleiben jetzt bei den Mods, die heute im Mod Hub hier herausgekommen sind. Bevor wir jedoch starten, wie immer möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Petra, Matze, Gustibur, Tobias, Jörg, A. Kringel, A. und Osterhase für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Natürlich möchte ich mich auch wieder ganz, ganz herzlich bedanken an all den Zuschauern, die heute aktiv im Livestream dabei waren und natürlich auch denen, die einfach nur zugeschaut haben. Wir haben wieder einen richtig schönen Nachmittag, Abend verbracht. Wir haben viel Smalltalk gemacht. Wir haben auch produktiv gearbeitet auf der Oldstream Farm mit unserem Oldtimer Equipment. Falls du in Zukunft auch dazugehören möchtest, dann bitte nicht vergessen, am Dienstag 18 Uhr nicht vergessen einzuschalten und aktiv bei uns im Livestream mitzumachen. Wie immer fangen wir mit den Updates an. Das sind drei an der Zahl. Das erste kommt von Mantrit, heißt Motorstarter. Downloadgröße 27 KB. Jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Das Änderungsprotokoll sagt, Fehler beim Beenden des Spiels ist behoben worden. Des Weiteren wurde ein Konflikt mit der Mod zusätzliche Spieleinstellungen behoben. Die nächste Mod, die ein Update bekommen habt, ist das Kraftstofflager von Missibi. Downloadgröße 5,32 MB in der Version jetzt 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, geänderte Moddesk-Info, Infotrigger für Diesel- und Dev-Tank angepasst und Gülle- und Gärreste zum Tank hinzugefügt. Und dann kommen wir zu einem Riesen-Update, und zwar ein Update auf eine Mod, wo viele Menschen drauf gewartet haben. Es ist das Update von 82 Studio für die TLX 2020 Serie. Downloadgröße 43,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog ist ganz einfach. Die Konsolenveröffentlichung sei hinzugefügt worden. Falls ihr die Details über dieses Riesenpaket an verschiedenen modularen Bausteinen für diesen Pickup-Truck sehen möchtet, den haben wir vor einiger Zeit schon mal vorgestellt, dann bitte jetzt oben rechts auf den Link klicken, um das Video zu sehen, wo dieser Mod vorgestellt wird. Wir kommen zu der ersten der 16 neuen Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Und zwar werdet ihr sehen, ist die vorwiegende Farbe grün. Wir starten mit der John Deere 9R, 9RT, 9RX in der 2019er Serie. Und zwar ist dies ein Pack, das kommt von Sid Modding. Downloadgröße 32,92 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und wahrscheinlich ist dies ein Traktor, da haben ganz, ganz viele drauf gewartet. Es wird wahrscheinlich einer der beliebtesten Trecker werden im Spiel, vor allem auf dem amerikanischen Markt. Wir hatten schon vor einiger Zeit auch von Sid Modding die 8. Serie so bekommen, in einem Pack von drei Traktoren. Diesmal haben wir die 9er Serie, und zwar starten wir mit der 9RT. Der kommt standardmäßig mit 517 PS, ist lastgeschaltet, hat eine Dieseltankfüllmenge von 1324 Litern, 94 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit 40 km/h und wiegt 21 Tonnen. Der Preis hier 387.500 Euro. Bei den Konfigurationen können wir ein Frontgewicht hinzufügen, und zwar einmal entweder eine Steinkiste, ein 0 Kilo Frontgewicht, ein 200 Kilo Frontgewicht, ein 700 Kilo Frontgewicht und einmal 1200 Kilo. Das Design kann geändert werden zwischen EU, US und Australisch. Hinten kann ein Warndreieck hinzugefügt werden. Dann können im Cockpit weitere Bildschirme hinzugefügt werden. Dann kann jeder Traktor an einer Flotte zugewiesen werden und mit den entsprechenden Zahlen versehen werden. Und zwar hier zum Beispiel mit der 1, der 2, und das kann dann weitergehen bis zur 19. Dann kann hinten entschieden werden, ob die Anhängerkupplung bleibt mit der 3-Punkt oder eben ohne. Bei der Motorenausführung haben wir den 9470 mit den 517 PS, den 9570
S20 mit 572 PS, den 9570 mit 628 PS. Bei den Bandlaufwerken gehe ich nicht alle Optionen durch, da gibt es verschiedenste Optionen, die ihr durchspielen könnt. Die Hauptfarbe, da haben wir die Möglichkeit zwischen Standard, Blau oder Grau. Und zwar betrifft die Hauptfarbe die Scheibentönung des Cockpits. Hier kann natürlich das Kennzeichen hinzugefügt, respektive geändert werden. Kommen wir zu der neuen RX-Serie. Und zwar kommt diese auch mit 517 PS Leistung, wird auch lastgeschaltet, hat eine Diesel-Tankfüllmenge von 1490 Liter, 83 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit bei 40 km/h und wiegt 25 Tonnen. Grundpreis 428.500 Euro. Beim Design kann hier auch gewählt werden, natürlich zwischen EU, US und Australisch. Beim Frontgewicht haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie beim vorhergehenden Modell. Die Bildschirme auch, die Zahlen auch. Bei der Motorenausführung haben wir hier den 9470, wie gesagt, mit 517 PS. Dann haben wir den 9520 mit 572 PS. Den 9570 mit 627 PS und den 9620 mit 670 PS. Dasselbe gilt auch für das Bandlaufwerk hier, da gehe ich nicht alle Optionen durch. Dann ist Execur dasselbe mit der Hauptfarbe, also mit der Scheibentönung und dem Nummernschild. Wir kommen jetzt zu der neuen R-Serie und zwar kommt diese standardmäßig mit 462 PS, wird auch lastgeschaltet, hat eine Diesel Tankfüllmenge von 1490 Litern, 83 Liter DEF, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit und wiegt 19,7 Tonnen. Der Preis hier 346.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein und Trelleborg. Hier gibt es eine unzählige Anzahl an verschiedenen Reifenvarianten von Dreifachreifen bis zu Schonbereifung und so weiter gibt es die verschiedensten Varianten, je nachdem welchen Anbieter ihr ausgewählt habt. Beim Design dasselbe wie vorher, die drei Optionen EU, US und Australisch. Frontgewicht genau dieselben Optionen wie anhin, obschon es hier eine andere Abstufung gibt. Also wir haben hier die Steinkiste 100 Kilo, 300 Kilo, 800 Kilo, 1300 Kilo und 1800 Kilo. Dasselbe mit den Bildschirmen, da ist alles identisch geblieben. Die Zahlen können hier auch hinzugefügt werden. Hinten kann hier entschieden werden, ob eben eine Dreipunktkupplung ist oder nicht. Das ist wie schon gesehen. Bei der Motorausführung haben wir die 9420 mit 462 PS. Dann haben wir die 9470 mit 517 PS. Die 9520 mit 572 PS. Die 9570 mit 627 PS. Und die 620 mit 670 PS. Für den Rest der Einstellungen gilt genau dasselbe wie bei den anderen vorhergehenden Traktoren. Die nächste neue Mod kommt von Schnippelmodding. Und zwar ist es der HWULW35TATR. Und zwar mit der Downloadgröße von 21,85 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hier hierbei um zwei Überladewagen. Einmal den 3500er TA, das ist dieser hier, hat ein Ladevolumen standardmäßig von 34 Kubikmetern, wiegt 10,1 Tonne, kann bis zu 23,9 Tonnen beladen werden, braucht 250 PS und kostet 89.000 Euro. Hier können die Reifenhersteller gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Fredestein und Trelleborg. Und hier gibt es ansonsten keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Dann haben wir das nächstgrößere Modell, das ist der 3500er TR. Der kommt mit 38 Kubikmeter Ladevolumen, einem Gewicht von 10,8 Tonnen, einem maximalen Zuladegewicht von 23,2 Tonnen, braucht 270 PS und kostet 95.000 Euro. Bei den Reifenherstellern haben wir dieselben Optionen wie beim vorhergehenden Modell und auch der Rest der Konfigurationen ist Execur mit dem vorgehenden Modell. Dann kommen wir zu einer Ausnahmesituation hier und zwar kriegen wir zweimal den Bergmann GTW 430.
Und zwar einmal kommt der von Yellowneck mit einer Downloadgröße von 6,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und der andere ist der von LS Agrar Ole mit einer Downloadgröße von 6,4 MB in der Version 1.0 und ist natürlich ebenfalls für alle Plattformen. Hier in beiden Mods gibt es eine kurze Nachricht vom ModHub-Team von Giants, und zwar heißt diese: Im Interesse der Mod-Hersteller und in voller Transparenz, warum wir zu dieser Entscheidung gekommen sind, haben wir beschlossen, zwei fast identische Mods der Bergmann GTW 430 freizugeben. Da sie auf den Patch 1.3 warteten, wurden ihre Mods genehmigt, lange bevor wir unsere Richtlinien geändert haben. Wir hielten die Anwendung unserer kürzlich geänderten Mod-Richtlinien in diesem Fall nicht für fair, weil die wirklich identisch sind. Auch in der Konfiguration gehen wir nur einen durch, und zwar gehen wir den hier durch. Die sind wirklich beide komplett identisch. Ich habe alles durchgeguckt. Ich habe alles versucht herauszufinden, wo es einen Unterschied gibt. Die sind komplett identisch vom Preis, von der Füllmenge, von der Reifenkonfiguration. Alles ist identisch bei den beiden. Also, die haben 43 Kubikmeter Ladevolumen, wiegen 13,6 Tonnen, brauchen 280 PS und kosten 87.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin Mitas, BKT Vredestein und Trelleborg. Und das war es dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Also, ihr könnt selbst entscheiden, welchen ihr dann herunterladen möchtet. Also, der eine ist wie gesagt von LS Agrar Ole und der andere von Yellowneck. Als wir die Traktoren von der 8er Serie der John Deere Kette gemoddet damals auch schon vom SID Modding vorgestellt hatten, kam ja auch ein Seitentanksystem hinzu. Das kommt auch diesmal hinzu. Und zwar kommt dieses auch von SID Modding und Brent Ellenburg. Dieses Set heißt Demco SideQuest 1000, ist also ein System, was an raupenbetriebene Traktoren angeschlossen werden kann, um zusätzliche Tankfüllmengen zu haben für Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel, so dass man weniger oft über das Feld fahren muss. Und zwar kommt dieses Set in dieser Bauweise hier, hat eine insgesamte Tankfüllmenge für Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel von 3.785 Litern, wiegt 850 Kilo und kostet 8.000 Euro. Hier haben wir die Möglichkeit, bei den Konfigurationen zu wählen zwischen, ob das an Tracks angebunden wird oder an Rädern. Dann kann hier das Demco-Logo verändert werden, entweder SideQuest bei Demco oder Demco SideQuest oder nur das Demco-Logo. Bei den Hauptfarben haben wir die Möglichkeit, zwischen dem Gelb, Weiß und Grau zu wählen. Dieses System ist geeignet für die John Deere 8er Serie, die 8R, 8RT, 8RX, dann auch für den Challenger MT700 und den MT800er sowie die ganze John Deere 9er Serie. Denn Bailey Ballen- und Palettenanhänger kommt von Bolex Simulations, Downloadgröße 1,36 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar wiegt dieser Anhänger 3,8 Tonnen und kostet 8.500 Euro in der Standardversion. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Mitas, Continental und Nokian Tires. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Dann im Design kann geändert werden, ob die Vorderseite eine Stütze bekommt oder die Rückseite oder nichts oder beidseitig. Dann kann eine Rundumleuchte hinzugefügt werden, einmal links, rechts und beidseitig, und zwar hinten an dem Hänger. Bei den Farboptionen haben wir eine ziemlich große Palette, und zwar da haben wir sogar die Chrom-Versionen, also entweder Rotchrom, also spiegelt perfekt. Die Felgenfarben haben wir dieselbe Palette, sogar noch ein bisschen ausgedehnt, denn da gibt es auch noch die matten Töne. Und das war's mit den Konfigurationen. Hier ist einfach zu wissen, dass dies kein Autoload-Trailer ist. Der muss also händisch oder mit Werkzeug beladen werden. Dieser Anhänger soll aufnehmen können zwischen 11 und 20 Ballen, je nach Größe
oder zwischen 15 bis 30 Paletten. Natürlich kommt immer auf die Größe an. Und dann kommen wir zur Krone Comprima F155XC von ARM Team. Downloadgröße 5,91 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das eine Rundballenpresse mit dem Gewicht von 3,4 Tonnen, braucht 70 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und macht Ballen zwischen 125 und 180 cm in der runden Form. Preis hier 60.000 Euro. Reifenhersteller können geändert werden zwischen BKT, Friedestein und Trelleborg. Reifenvarianten gibt es einmal diese hier oder die Tandem mit zwei Hinterrädern oder normal. Also wie gesagt, einfach mal durchspielen. Dann bei der Farbe kann gewählt werden zwischen Gelb 1, Gelb 2 und Gelb 3. Und bei der Felgenfarbe haben wir die Standardpalette. Und dann kommen wir zu einem Ballensammelwagen, und zwar der Fliegel DPW 210 von Landdev. Downloadgröße 7,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar wiegt dieser Anhänger 8,2 Tonnen, kostet 26.000 Euro und kann ausgestattet werden mit Reifen von Continental, Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann der Klappmechanismus kann gewählt werden zwischen Beladung links und Beladung rechts. Die Hauptfarben können geändert werden mit einer etwas vergrößerten Standardpalette. Die Felgenfarben ebenso. Auch hier ist zu beachten, das ist kein Autoload-Ballensammelwagen. Nun kriegen wir mal etwas anderes als grüne Farbe zu Auge. Und zwar kommen wir zu der nächsten Mod. Und zwar ist das der Lindner Lintrek 90, und zwar kommt der von Agrardesign Austria und MR Steer mit einer Downloadgröße von 12,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich ein Kompakttraktor und hat standardmäßig 102 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 85 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und wiegt 3,9 Tonnen. Preis 85.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, Michelin, Friedestein, BKT und Trelleborg. Dann kann beim Design eine Rundumleuchte hinzugefügt werden, einmal links, einmal beidseitig und einmal keine. Dann beim Kotflügel kann geändert werden, ob der entfernt werden soll oder nicht. Dann gibt es einen Frontladeranbau von Quickie oder nicht. Und bei den Hauptfarben haben wir die Möglichkeit zwischen Rot, Blau, Gelb, Orange, Grün, Weiß, Schwarz und Grau. Und die Felgenfarben haben wir die Standardpalette zur Auswahl. Dann kommen wir zum Lizard 6M von Raul e Christi vom VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 3,85 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 1,1 Tonne, braucht 180 PS, um bedient zu werden, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern und der Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Preis 8.000 Euro. Hier gibt es bei den Farbvariationen die Möglichkeit der Standardpalette. Ansonsten gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Die nächste Mod kommt von 810 Mods und Lewis Mods. Heißt, die platzierbare Hundehütte hat eine Downloadgröße von 0,61 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und hier gibt es nicht viel zu sagen. Es ist eine Hundehütte, die wir schon kennen, einfach eine andere Form. Ist bei den Tieren zu finden unter Sonstigem. Da haben wir diese hier, kostet genauso 2.500 Euro und ist auch derselbe Hund damit verbunden. Vom selben Modding-Duo kommt die nächste Mod, und zwar ist das der alte Ziegelbrunnen. Downloadgröße 0,58 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und natürlich ist dieser Brunnen eine Quelle für kostenloses und vor allem sauberem Wasser. Natürlich zu finden unter dem Baumenü in Container ist das dieser Brunnen hier. Kostenpunkt 1000 Euro. So einfach geht das, hingestellt und gut ist. Diese vier Straßenlaternen gehören zu einem Pack, das herausgegeben worden ist von Team JZD Wiedhostice.
Downloadgröße 0,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Im Baumenü zu finden, natürlich unter Dekoration und Lampen. Da gibt es vier verschiedene in der Auswahl. Das sind diese vier hier. Entladungslampe heißt es hier. Und nochmal eine Entladungslampe hier. Und das hier sind dann die LED-Lampen. Einmal diese hier und einmal diese Doppellampe. Das sind diese vier Lampen, die dazu gehören. Natürlich gehen die in der Nacht auch Licht. Und da sonst gibt es da nichts weiteres zu sagen. Wir kommen zu drei Script-Mods. Und zwar starten wir mit der Mod Better Contracts von MMTricks. Downloadgröße 71 KB in der Version 1.2.0.2. Und ist für PC und Mac. Das heißt, da wurde wahrscheinlich schon länger dran gearbeitet, bis jetzt diese Version herausgekommen ist. Gehen wir mal ins Vertragsmenü. Und zwar können wir hier sehen, dass wir hier unten eine Option haben, Details an. Dann haben wir Verträge entfernen, Verträge hinzufügen und so weiter. So, jetzt können wir herausfinden, welcher Vertrag am rentabelsten ist. Und zwar, wenn wir zum Beispiel sagen, diesen Ernteauftrag hier, entweder diesen hier, ist eine Feldfläche von 7,5 Hektar. Machen wir mal die Details an und dann können wir ziemlich gut sehen, was uns erwartet. Also ein Feld mit der Breite von ca. 178 Meter zu 453 Meter. Eine etwaige Zeiteinschätzung, und zwar ist es, glaube ich, in Realtime. Dann ist hier eine Einschätzung, was abgeliefert werden muss, um den Vertrag abschließen zu können, und zwar in diesem Falle hier knappe 85.000 Liter. Dann wird auch berechnet, wie viel Anteil dann für dich selbst herausspringt, also hier ca. 30.000 Liter, welcher Preis dieser Fruchtart gerade zugrunde liegt zu diesem Moment. Und dann wird hier berechnet, wie viel man Erlös daraus haben könnte von diesen 30.000 Litern. Und da wird auch hingerechnet, welche Profitmarge pro Minute dann entsteht. Wir können filtern nach Missionstyp, nach Netto-Profit oder nach Profit pro Minute. Also somit haben wir immer einen guten Überblick, welche der Aufträge am rentabelsten ist. Daher müssen wir nicht mehr uns den Kopf zerbrechen, welchen Auftrag wir als nächstes machen werden. Die nächste neue Mod heißt Produktionsinspektor. Und zwar kommt dieser Mod von JT Sage. Downloadgröße 20 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Wie ihr hier an meinem Bildschirm sehen könnt, haben wir hier eine neue Anzeige. Und zwar habe ich in diesem Falle hier die Bäckerei gekauft und habe da eine Produktion gestartet. Und wir können jetzt den Fortschritt der Produktion oder den Stand der Produktion sehen. Also hier habe ich natürlich die Zeit angehalten, aber wir können sehen, dass die eingegebenen Güter sind 16.000 Liter Mehl, das sind 25%. Und dann können wir auf einen Blick sehen, wie weit die Produktion ist, was bereit ist zum Abholen, zum Verkaufen. Und das ist ziemlich praktisch, wenn man verschiedene Produktionsstätten im Auge haben muss, ohne dass man immer wieder ins Menü wechseln muss. Und natürlich passend zu dieser Mod kommt der Verkaufspreisauslöser von Tunis. Downloadgröße 28 KB in der Version 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod ist sehr nützlich, um den besten Verkaufszeitpunkt einer Fruchtart nicht zu verpassen. Die Beschreibung sagt, wenn Sie einen Auslösepreis festlegen, werden Sie benachrichtigt, wenn der Verkaufspreis über diesem Punkt liegt. Sie können jetzt die niedrigsten, höchsten und durchschnittlichen und großen Nachfragenpreise sehen, um Ihnen bei der Auswahl eines guten Auslösepreises zu helfen. Durchschnittliche Preise werden alle Ingame-Stunden berechnet. Also hier können wir je Fruchtart dann entsprechend hinzufügen, was wir verkaufen wollen und zu welchem Preis. Und dann kann man entsprechend dann einfach benachrichtigt werden, wann der Preis erreicht ist oder wenn er drüber ist. Der Auslöser, um in dieses Menü zu kommen, ist die linke Kontroll- oder Steuerungstaste, die linke Alt-Taste und die Taste O. Das war es auch schon wieder von der Mod-Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja,
dann lasst doch gerne euren Daumen da. Falls ihr keine Videos bezüglich Mod-Vorstellungen oder Let's Plays oder Kartenvorstellungen und so weiter verpassen wollt, dann ist es absolut ratsam, das Abo da zu lassen und natürlich die Glocke nicht auszuschalten. Falls ihr euch gefragt habt, auf welche Karte wir hier stehen, es ist die French Plane, also die Plane Française. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Bitte oben rechts auf den Link klicken, damit ihr diese Map-Vorstellung nicht verpasst und auch in Ruhe durchsehen könnt. Das war's für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.